Sehr geehrte Gäste, Ehrenmitglieder und Mitglieder, werte Leistungspartner, Sponsoren und Medienvertreter, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen der Zentralleitung sehr herzlich zum Impulstag Holz 2014. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich die weite Reise ins Tessin auf sich genommen haben. Sie signalisieren damit Verbundenheit mit unserer Branche und unserem Branchenverband Holzbau Schweiz, was wir natürlich ganz besonders schätzen. Ich werde die persönliche Begrüßung unserer Gäste aus Politik und Wirtschaft wie auch unserer Mitglieder aus dem Tessin an der Generalversammlung vornehmen. Bevor wir zum Impulsreferat von Herrn Dr. Ludwig Hasler kommen, freut es mich, noch zwei Grußworte ankündigen zu dürfen. Nicht oft kommt es vor, dass wir die Ehre haben, den Nationalratspräsidenten und somit den höchsten Schweizer an unserem Impulstag begrüßen zu dürfen. Wir schätzen es außerordentlich, dass Rudi Lustenberger uns mit seiner Anwesenheit und einem Grußwort die Ehre gibt. Er wird gleich nach seinem Grußwort dann weiterreisen, wieder zurück in die Deutschschweiz, weil er dort weitere Verpflichtungen auf sich genommen hat. Er ist gestern Abend um 24 Uhr im Tessin angekommen, spricht jetzt Größenordnung 10 Minuten zu uns und fährt dann wieder zurück. Ich glaube, ein deutlicheres Zeichen kann man nicht geben, indem man die Verbundenheit mit unserem Verband ausdrückt. Herzlichen Dank, Rudi, darf ich dich bitten. Sehr geehrter Herr Zentralpräsident Hans Ruppli, Herr Ständerat, Herr Nationalrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, stimati ospiti, cari ticinesi, sono lieto di essere ospite del Cantone Ticino come Presidente del Consiglio Nazionale e vi porto il saluto del Parlamento federale. I ticinesi mi trasmettono sempre calore e gioia di vivere. Vi ringrazio di cuore della ospitalità. Meine Damen und Herren, dass Sie heute zu Beginn Ihrer Delegiertenversammlung einen Hölzigen sprechen lassen, das ist ja durchaus naheliegend. Dass Sie mich in meiner Funktion als Nationalratspräsident an die DV eingeladen haben, das hingegen ist nicht selbstverständlich und es freut mich entsprechend ganz besonders. Ich werde mich also bemühen, nicht nur über den Duft von frisch gesägtem Holz und seinem feinen Harzgeruch, nicht nur vom modernen, konstruktiven Holzbau und seinen Vorzügen zu sprechen, sondern ich möchte Ihnen auch noch etwas über unser schönes Land, die Eidgenossenschaft, sagen. Aber zuerst zum Holz und Ihrem Verband. Seit nunmehr einem Jahrzehnt nehme ich direkt und indirekt Anteil an der Politik und der Tätigkeit auch Ihres Verbandes. Und mit Hans Ruppli und vielen anderen Holzbauern pflege ich ein freundliches Einvernehmen. Der großen Schweizer Unternehmerlandschaft sind die Schreiner ja so etwas wie die Zwillingsschwester oder der Zwillingsbruder der Holzbauer. Ich brauche hier Ihnen die gemeinsamen Interessen und auch die Positionen nicht aufzuzählen. Diese kennen Sie bereits zur Genüge, so gut wie ich. Nur eine will ich gern erwähnen. Die Holzbauer und die Schreiner haben in der jüngsten Vergangenheit zusammen auch mit Swisstec, deren Präsident Nationalrat Schilliger hier auch anwesend ist, sie haben eine fortschrittliche Position eingenommen in aktuellen Fragen des nachhaltigen Verhaltens im Bauen und am Bau. Und grundsätzlich auch eine solche Position in der Energie- und Umweltpolitik. Es war beispielsweise eine gemeinsam formulierte Forderung, dass verbautes Holz als Speicher in der CO2-Bilanz der Eidgenossenschaft erscheint. Das ist nur ein Beispiel, wie auf der politischen Ebene eine legitime Interessenvertretung auch zum Erfolg führen kann. Und es ist ein Beweis, dass das eidgenössische Parlament durchaus positiv sensibel reagiert, wenn von bürgerlicher Seite vernünftige, pragmatische Umweltanliegen postuliert werden.
habe sogar festgestellt, dass es Mitglieder der Zentralleitung gibt, die seither mit hellgrünen Krawatten herumlaufen. Fritz, Rupp, stand schnell auf. Also, und damit sind wir bei der Politik und der Eidgenossenschaft. Als überzeugter Gewerbler und KMU-Vertreter, und das bin ich als Nationalratspräsident geblieben, bin ich der Meinung, dass das Gewerbe, dass die KMU, ob nun hölzern oder nicht, unserem Land sehr viel geben. Manchmal müssten wir das nur noch etwas lauter sagen, damit diese unsere Anliegen auch besser gehört und verstanden werden. Das Gewerbe und die KMU in der Schweiz sind nicht bloß eine der tragenden Säulen oder wie immer wieder festgestellt das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, dass Hunderttausende von Haushalten ein Auskommen haben. Das Gewerbe und die KMU sind auch der entscheidende Wirtschaftsfaktor, welche die dezentralen Strukturen unseres Landes gewährleisten. Viele von uns kennen es aus Reisen im Ausland. In den Städten und Ballungszentren sieht man glänzende Glas- und Stahlfassaden. Es gibt riesige Fabriken an den Ausfallstraßen und ganz große Garagen und Einkaufszentren. Wenn man dann aufs Land kommt, herrscht oft gähnende Leere. Kaum mehr ein Laden, keine Bankfiliale und kein florierendes Gewerbe. Und bei uns? Während im Entlebuch, im Berner Oberland und im Toggenburg eine ganze Reihe von Holzbaubetrieben, Schreinereien, Bäckereien, Metzgereien, Garagen und Transportunternehmungen erfolgreich wirtschaften, muss man in manch ausländischer Provinz regelrecht danach suchen. In der Schweiz erachten wir die dezentrale Volkswirtschaft nach wie vor als eine Notwendigkeit. In erster Linie bedeuten die unzähligen Gewerbebetriebe in den Regionen qualifizierte und interessante Arbeitsplätze. Arbeitsplätze wiederum bedeuten Auskommen. Und Auskommen heißt, dass in der Regel eine Familie in der Region lebt. Dazu kommen über die Gewerbebetriebe auch Ausbildungsplätze. Und Ausbildungsplätze in der Region sind nicht erst im aktuellen Jahr der Berufsbildung wertvoll. Nein, sie geben seit je jungen Menschen vor Ort eine Zukunft und eine Perspektive. Gewerbebetriebe halten unser Land, unsere Landregionen wirtschaftlich am Leben, heute und in Zukunft. Die Herausforderungen an die Unternehmungen sind größer geworden. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Gerade Ihre Branche erlebt ja einen regelrechten Technologieschub. Dazu kommen Umweltvorschriften, neue Produktionsmethoden, Richtlinien für die Lehrlingsausbildung und so weiter. Und auch unsere Kunden sind anspruchsvoller geworden. Der Markt ist offener denn je und manchmal auch schwer berechenbar. Die Gesetze des Marktes werden eben von diesem Markt gemacht und die Gesetze des Staates vom Gesetzgeber. Beide, der Markt und der Staat, geben zu reden und das ist, meine ich, auch gut so. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, die Stimme des Gewerbes in der Politik ist wichtig. Gerade das Gewerbe mit seinen derart wichtigen Funktionen für unser Land, für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft verdient auch Anerkennung. Gerade das Gewerbe, das überall im Land draußen vor Ort am Puls ist, es braucht eine Politik, die auf seine Bedürfnisse Rücksicht nimmt und seine Anliegen auch aufnimmt. Sonst, Sie verzeihen mir diese etwas schwierige Bemerkung, sonst wird das Gewerbe überfahren. Damit das nicht passiert, brauchen wir eine zuverlässige und gute Politik. Eine solche ist für das Gewerbe nicht in erster Linie nur Interessenpolitik,
sondern sie liegt im Interesse der ganzen Gesellschaft, in den Städten und Agglomerationen, aber gerade auch auf dem Land draußen. Ob es dann mehr nach Holz, mehr nach Mehl oder mehr nach Benzin riecht, ist eigentlich einerlei. Lassen Sie mich noch einen grundsätzlichen Gedanken dazu äußern. Die KMU werden auch in Zukunft das Rückgrat der Volkswirtschaft oder, wie vorhin gesagt, der entscheidende Wirtschaftsfaktor in unserem Land sein. Die KMU werden auch in Zukunft ein verlässlicher Partner des Staates sein. Und diese Verlässlichkeit, die bedarf der Gegenseitigkeit. Die staatlichen Institutionen, insbesondere in den Verwaltungen etwa, die dürften diese Verlässlichkeit manchmal durchaus noch etwas mehr zu schätzen wissen. Die KMUs sind auch ein bedeutender Teil unserer Gesellschaft. Die KMUs sind in ihrer Ausprägung so vielfältig, wie die Schweiz es auch ist. Ja, und so wie die vielfältige Schweiz als Nation, als Eidgenossenschaft auch eine Einheit darstellt, so ist das Gewerbe, sind die KMU ebenfalls eine Einheit in ihrer Vielfalt. Und damit diese Einheit auch wirklich funktioniert, braucht es die lokalen Gewerbeverbände, es braucht die Branchenverbände wie Holzbau Schweiz und es braucht auch den Gewerbeverband. In dieser Einheit, in dieser Einigkeit sollen die KMU auch gegen außen auftreten, dann werden sie wahrgenommen, dann sind sie auch erfolgreich bei der Gesellschaft, in der Politik und letztlich bei sich selber. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, überbringe ich Ihnen die besten Grüße des Eidgenössischen Parlaments und ich danke Ihnen namens der Eidgenossenschaft für Ihren großen Einsatz für unser Land und unser Volk. Und dazu wünsche ich Ihnen weiterhin in Ihren Unternehmungen, in Ihren Familien, bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zukunft viel Glück und alles Gute. Grazie. Kleines hölziges Präsent. Ganz herzlichen Dank, Rudi, für deine Worte. Wir schätzen das sehr, ich habe es dir gesagt. Ich glaube, wir können sagen, wir arbeiten beruflich sehr gut zusammen, aber haben mittlerweile auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis gefunden. Ich habe während meiner Arbeit eigentlich festgestellt, dass unternehmerisches Denken und politisches Denken nicht immer dasselbe ist. Beide Denkweisen sind richtig, aber sie sind eben nicht gleich. Und da habe ich viel von dir gelernt. Du bist für mich ein guter Politfuchs, wenn es darum geht, Wege zu finden, wie man Interessen auch politisch vertreten kann. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir eine gute Rückreise.